zusammen, mein Name ist Oliver Heinzel, ich bin der geschäftsführende Oberarzt des Departements für Kinderheilkunde hier. Mein Name ist Tobias Savanna, ich leite die Kinder- und Jugendpsychiatrie am Universitätsklinikum in Tübingen. Und zusammen würden wir gerne einen Appell an Sie richten, denn wir behandeln Kinder und Jugendliche in unseren unterschiedlichen Bereichen, die enorm unter der Pandemie zu leiden haben. Häufig sind in der öffentlichen Diskussion die körperlichen Folgen einer Covid-Erkrankung im Fokus. Wir haben aber lernen müssen, dass insbesondere auch sehr viele psychische Belastungen für Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene entstehen. Diese Ängste führen dazu, bei Kindern und Jugendlichen viel mehr psychische Erkrankungen hervorzurufen. Allein in Tübingen haben wir im Jahresvergleich 50% mehr Notaufnahmen. So viele Kinder und Jugendliche leiden unter den Bedingungen und es ist unheimlich wichtig, dass die Pandemie möglichst bald beendet wird. Dazu gehört auch, dass sich sehr viele Menschen impfen lassen, vor allem die Erwachsenen. Doch es sind nicht nur diese schweren psychischen Probleme, die Professor Renner gerade geschildert hat. Es sind die vielen kleinen Probleme, die Familien auch im Alltag jetzt gerade erleben. Das sind Lernschwierigkeiten, das sind schulische Probleme. Aber auch in unserer Kinderklinik kommen Kinder mit Kopfschmerzen, mit Bauchschmerzen, wo oft psychische Gründe vermutet werden können. Chronische kranke Kinder warten auf ihre Termine, die immer wieder verschoben werden müssen, weil natürlich auch hier in so einem großen Krankenhaus, wie wir es sind, die Ressourcen irgendwann begrenzt sind. OPs müssen verschoben werden. Das sind alles Folgen der Pandemie. In den Krankenhäusern sind zu viel schwerstkranke, ungeimpfte Erwachsene. Deswegen müssen wir gemeinsam, da können Sie mithelfen, die Pandemie beenden. Wenn Sie zur Impfung Fragen haben, wenn Sie Ängste haben oder Sorgen, bitte informieren Sie sich bei seriösen Quellen. Eine davon wäre zum Beispiel zusammengegencorona.de. Bitte lassen Sie sich impfen. Für unsere Kinder.